Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem etwas ausführlicheren Produktreview. Wir haben hier vor uns die Produktreihe der Power HP-Systeme und Regulatoren. Da wollen wir heute mal im Detail drauf eingehen und euch mal zeigen, was es von dieser Marke so alles gibt. Ist ein riesen HPA-Sortiment, also dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. So, wir wollen uns heute mal mit dem Thema HP-Systeme beschäftigen, weil HP als Treibmittel für einen Paintball-Markierer grundsätzlich erstmal für jeden relevant, der eine Paintball-Ausrüstung hat, allerdings auch im Airsoft-Bereich als HPA, dort High Pressure Air, im Paintball einfach nur HP, High Pressure, auch immer gefragter. Auch da kriegen wir sehr viele Anfragen zu, deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal wirklich ein Review zum Thema HPA. Wir setzen da schwerpunktmäßig auf die Marke Power, weil die einfach wirklich ein riesen Produktsortiment haben. Also das hier ist jetzt einfach erstmal HP-Flaschen und HP-Regulatoren, aber es gibt natürlich noch ein breites Sortiment an Füllstationen, an Ersatzteilen, ein weiteres Zubehör, Schlauchsysteme und ähnliches, HPA-Regulatoren für Airsoft. Also Power hat ein Riesensortiment. Wir wollen uns heute mal wirklich von den preiswerten Aluminiumsystemen bis hin zu den teuren High-End-Ultralight-Varianten alles im Detail angucken. Wollen auch nochmal auf die Regulatoren eingehen, die es gibt, auf die verschiedenen Varianten und werden dazu jetzt einfach erstmal mit den 200-Bar-Systemen anfangen. Dafür bauen wir hier nochmal ein bisschen um und sehen wir uns gleich wieder. So, los geht's hier zunächst, wie gesagt, mit den 200-Bar-Regulatoren und 200-Bar-Luftsystemen an sich. Da gibt es drei verschiedene Größen. Einmal standardmäßig 0,2 Liter Aluminiumtank, ist verwendet zum Beispiel für Airstocks im MacFed-Bereich oder auch für Airsoft-Waffen, die nicht ganz so viel Luft brauchen. Da kann man solche kleinen Tanks verwenden. Ich sage mal, mit einer Füllung 200 Bar schafft man aus einem MacFed-Markierer in der Regel so 100, 120 Schuss. Dann ist so ein Tank alle. Beim Airsoft ist es ein bisschen mehr. Aber diese Tanks wirklich eher auf kompakte Bauweise ausgelegt, dass man den in den Markierer, in die Schulterstütze oder ähnliche Bauteile integrieren kann einfach. Dieses System, 0,8 Liter von der Größe her, ist so das Standardprodukt, was man bekommt für den günstigen Einstieg. Also sprich, immer wenn man sich irgendwo ein erstes Set kauft mit einem 0,8er Aluminium-HP-System, dann ist so eine Flasche dabei. Findet man zum Beispiel auch auf den Spielfeldern an der Leihausrüstung, da hat man ganz oft so eine Flasche dann dran. Das ist auch wirklich eine preiswerte Geschichte. Diese beiden Modelle liegen so im Bereich 55, 60 Euro. Hier zum Beispiel bei Power 54,95, 59,95. Das größere System, zu dem wir gleich noch kommen, liegt bei 79,95. Einfach weil ein bisschen mehr Material verbaut ist. Das Ganze kann man jetzt mit mehreren Regulatoren kombinieren. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Wir werden euch am Ende des Videos auch nochmal alle Regulatoren von der Marke Power hier nochmal aufbauen, wie wir es eben zu Anfang schon hatten, und werden da nochmal im Detail auf die Regulatoren eingehen, welcher wofür ist und wer was kann. Ne? Hier jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss die 1,0 Liter Flasche. Einfach auch 200 Bar System, aber im Vergleich zu 0,8er nochmal 0,2 Liter Volumen mehr. Das heißt, man kann nochmal ein paar Schuss mehr machen. Aufpreis ist auch zu verschmerzen, sag ich mal, man ist hier mit einem kompletten System mit Regulator bei um die 80 Euro. Und dann hat man 1 Liter Volumen und kann, denke ich mal, so um die 600, 650 Schuss mit so einer Flasche machen. Hier werden es so 450, 500 Schuss sein am Ende des Tages. Und hier, wie gesagt, 100, 120 Schuss nur bei der kleinen Flasche. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die 200 Bar Regulatoren ein, die wir hier stehen haben. Das hier ist der Standard 200 Bar Regulator. Den schrauben wir jetzt hier auch einfach mal ein. Wir nehmen dafür einfach mal so die Kappe hier runter. Der Regulator hat hier unten immer eine Dichtung, die setzt sich hier in die Nut in der Flasche. Das heißt, wenn ihr so ein System bekommt, dann ist der Regulator auch einzeln verpackt. Ihr kriegt Flasche und Reck getrennt. Ihr könnt das einfach hier aufschrauben. Schraubt das handfest an. Das heißt also wirklich hier einmal mit Schmackes festmachen. Darauf achten, dass zwischen Flasche und Regulator kein Spalt ist. Und dann könnt ihr das Ganze schon füllen. Wir bauen euch jetzt hier nochmal ganz schnell die beiden Flaschen auch mit Regulatoren zusammen, damit ihr einmal seht, wie die kompletten HP-Systeme bei Power dann aussehen oder aussehen können. Es gibt ja verschiedene Varianten und dann sind wir gleich wieder da. So, wir haben euch die 200 Bar Varianten jetzt hier nochmal als Basic HP-System zusammengebaut, sprich immer mit einer Aluminiumflasche und dem standardmäßigen 200 Bar Max Regulator von Power. Was wir jetzt nochmal schnell machen wollen, wir wollen das einmal durchwiegen, dafür haben wir uns hier so eine Feinwaage, so eine Grammwaage genommen. Ich stelle jetzt einfach nach und nach hier einmal drauf, sage euch, was die Dinger wiegen, damit ihr so eine Vorstellung habt, später auch im Vergleich zu den Kompositflaschen, was sowas dann am Ende wiegt. So, eine 0,2 Liter Flasche mit Regulator haben wir 436 Gramm. Bei der 0,8 Liter Standardflasche haben wir 1340 Gramm und bei der 1,0 Liter Flasche kommen wir auf 1456 Gramm. Also ihr seht schon, 1,5 Kilo, so ein Ding ist nicht ganz leicht, aber preiswert. Was jetzt als nächstes kommt, ist die sogenannte Carbon Series von Power. Das sind Fiberglasflaschen, sprich wir haben einen Aluminiumkern mit einem Fiberglasmantel und Kunstharz drum.
Das macht das Ganze als Kompositsystem deutlich leichter, ist aber auch ein bisschen teurer. Das holen wir jetzt mal auf den Tisch. So, wir kommen jetzt als nächstes, wie gesagt, zu den Carbon Series Flaschen. Das ist eine Kompositflasche, leichter als die Aluminiumflaschen, immer noch im preiswerten Bereich. Darüber kommen später noch Ultraleichtflaschen. Da wird wirklich auf maximale Performance und Gewicht geachtet. Hier geht es darum, eine preiswerte, aber dennoch leichte 300 Bar Flasche zu bekommen. Die gibt es wahlweise klein und kompakt als 0,8 Liter Variante. Der Standard, sage ich mal, der im Turniersport auch gespielt wird, 1,1 Liter. Und dann hier noch etwas größer als 1,5 Liter Variante, ist jetzt hier schon ein Regulator drauf. Das sind die aktuellen drei Größen, die es gibt. Kurz zu den Einsatzzwecken. Hier würde man jetzt sagen, okay, ein Snake-Spieler oder jemand, der ein kompaktes Setup haben möchte, oder aber auch Airsoft-HPA-Spieler, die würden 0,8er Flasche nehmen, weil die brauchen nicht so viel Luftdruck. Das hier, wie gesagt, so der Standard für den Turnierbereich, 1,1 Liter, das haben die meisten Leute in ihrer Turnierausrüstung. Wir reden hier so über 1000, 1200 Schuss mindestens, die rauskommen, mit einem guten Turniermarkierer auch mal 1200, 1400. Hier gehen wir in den Bereich 800 bis 1000 Schuss, mit einem guten Markierer auch eher 1200. Und hier bei den großen Flaschen 1,5 Liter, da kann man dann auch mal auf den Big Game gehen und so, da reden wir über 1500 bis 1700 Schuss, mit den richtig effizienten Markierern auch bis hoch zu 2000 Schuss. Da habt ihr dann wirklich richtig Volumen. Solche großen Flaschen spielt man meistens nicht mal in der Waffe, sondern die hat man auf dem Rücken und die werden mit dem Schlauchsystem mit dem Markierer verbunden. Wir haben auch hier im 300 Bar Bereich eine größere Auswahl an Regulatoren. Standardmäßig der 300 Bar Maxrec Regulator, das Ganze als SHP Variante mit ein bisschen höherem Ausgangsdruck. Dann haben wir noch einen kleinen Mikrorec und hier noch eine neuere Variante in etwas hochwertiger. Da werden wir auch später nochmal drauf eingehen. Auch die bauen wir jetzt einmal nochmal als HP-System für euch zusammen und dann wiegen wir die einmal ab. So, auch hier, wie gesagt, wollen wir einmal schnell wiegen. Wir nutzen dazu jetzt einfach das Standard-Setup, sprich Composite-Tank und den Standard-Max-Rack. Wenn ihr jetzt den etwas kleineren Regulator nehmt, habt ihr natürlich ein bisschen weniger Gewicht. Nehmt ihr den höherwertigen, habt ihr ein bisschen konstanteren Arbeitsdruck und so. Ab unten Edelstahlgewinde hier oben dran, das macht dann wieder ein bisschen Zusatzgewicht aus. Aber wir messen jetzt einfach mal mit dem Standardregulator. So, die 0,8er Flasche mit Regulator kommt auf 908 Gramm. Schon sehr, sehr leicht. Die 1,1 Liter Variante inklusive Regulator liegt bei, na, steht das hier? Jetzt. 1107 Gramm. Also auch sehr leicht. Wir haben hier 1,1 Liter. Wir haben eben gemessen 1,0 Liter, also nochmal 0,1 Liter weniger in Aluminium, wiegen etwa 1500 Gramm. Hier also 30% leichter und nochmal 0,1 Liter Volumen mehr. Das ist halt das, was so eine Kompositflasche am Ende des Tages ausmacht. So, und jetzt messen wir noch einmal die 1,5 Liter Flasche, die große. Ja, wird auch ein bisschen tricky, bis das hier steht. Jetzt haben wir es. So, da kommen wir auf insgesamt 1321 Gramm. Also auch hier eine Riesenflasche. Trotzdem nur 1321 Gramm, wo die 0,5 Liter kleinere Aluminiumflasche eben schon 200 Gramm mehr gewogen hat. Also das ist halt wirklich der Vorteil bei Kompositflaschen. Die ganzen Systeme sind leichter. Ihr habt hier auch nicht 200 Bar drin, sondern 300 Bar. Dementsprechend könnt ihr viel mehr Schuss aus einer Flasche machen und habt natürlich deutliche Gewichtsersparnis. Wir gehen weiter zu den Ultralight-Flaschen. Das ist im Prinzip ähnlich wie die Carbon Series, nur nochmal deutlich leichter und wirklich auf High-End und Performance ausgelegt. Bis gleich. So, weiter geht's mit der High-End Luftsystemreihe aus dem Hause PowerAir, das ist die sogenannte Ultimate Series. Die gibt es in vier Größen. Auch hier könnt ihr alle eben bereits genannten 300 Bar Regulatoren kompatibel verwenden. Es gibt es in 1,1 Liter, 1,3 Liter, 1,5 Liter und 1,7 Liter. Ihr seht schon, die ganzen Flaschen sind hier relativ kompakt. Ich habe jetzt mal hier zum Vergleich nochmal die Carbon Series 1,1 Liter Flasche geholt. Das stell die jetzt mal einfach hier neben. Das sind 1,1 Liter Volumen. Das sind auch 1,1 Liter Volumen. Wir schnappen uns mal ganz schnell unsere schlaue Waage dazu und messen nur mal das Gewicht der einzelnen Flasche. Also hier geht es wirklich um Performance, um kompakte Bauweise und darum, dass das ultraleichte Flaschen sind. Wenn wir jetzt hier standardmäßig nur die Flasche wiegen, kommen wir auf 978 Gramm für eine 1,1 Liter Flasche. Bei der Ultimate Series haben wir eine kleinere Flasche und kommen auf 695 Gramm. Also deutlich leichter das Ganze. Wir können jetzt auch nochmal vergleichen hier zum Beispiel mit der 1,3 Liter Flasche. Selbst da seht ihr, in der Höhe ist die 1,1 Liter noch größer. Und ihr habt trotzdem hier nochmal 0,2 Liter Volumen mehr drin. Wir haben hier 783 Gramm, also immer noch deutlich leichter. Kommen wir zur 1,5 Liter Flasche. Die ist Ticken größer. Wir reden hier wirklich über Fingerbreite, wie ihr seht. Stellen die nochmal auf die Waage. Und die hat 835 Gramm. Das heißt, ihr seht, selbst die 1,5 Liter Flasche ist hier noch leichter als die Standard 1,1 Liter Flasche. Last but not least hier die große 1,7 Liter. Ich würde mal fast tippen, die kommt auf ein ähnliches Gewicht. 935 Gramm. Verglichen zu, was hatten wir hier? 977.
Also selbst die 1,7 Liter Flasche aus der Ultimate Series von PowerAir ist leichter als ein reguläres 1,1 Liter HP-System. Und da muss man dazu sagen, diese Flaschen sind nicht schwer, sondern auch die Carbon Series ist mit knapp 977 Gramm jetzt hier eine der leichtesten 1,1 Liter Carbonflaschen am Markt schon. Also zumindest von den Standard-preiswerten Kompositsystemen im 300 Bar-Bereich. Geht man dann in den Ultralight-Bereich, dann ist die Ultimate Series schon wirklich eine Hausnummer, muss man sagen. Wir werden jetzt hier auch nochmal umbauen, packen die Regulatoren nochmal drauf, auch wieder den Standard Maxrack-Regulator und geben euch dann nochmal die Einzelgewichte zu diesen Flaschen auch nochmal durch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt einmal die Flaschen alle mit einem Regulator bestückt. Auch hier wieder überall erstmal den Standard Power Maxrack-Regulator, 300 Bar draufgeschraubt. Und auch die werden wir jetzt einmal nach und nach durchwiegen. Fangen an mit der 1,1 Liter Flasche, 300 Bar Ultimate Series. Da liegen wir mit Regulator bei 827 Gramm. Also wirklich extrem leicht das Ganze. Gehen wir weiter, 1,3 Liter. Bleib stehen hier. So, da kommen wir inklusive Regulator auf 912 Gramm. Also immer noch leichter inklusive Reg als eine einzelne 1,1 Liter Carbon Series Flasche. Das 1,5 Liter System, 964,5 Gramm. Immer noch leichter. Und zu guter Letzt das große Modell, die 1,7 Liter Ultimate Series Flasche mit Regulator, 1065 Gramm. Also auch immer noch circa ein Kilo für 1,7 Liter Volumen 300 Bar. Was ich jetzt nochmal ganz kurz machen würde, ich schaue jetzt mal, wir hatten ja eben den schönen Vergleich gehabt mit der 1,1 Liter Carbon Series Flasche. Ich werde jetzt nochmal eine 1,5er nehmen, auf die Carbon Series nochmal einen Regulator auch draufschreiben und dann machen wir da nochmal einen direkten Vergleich, weil das interessiert mich gerade für die Turnierspieler. Vielleicht kann man nämlich wirklich sagen, anstatt einer 1,1 Liter Carbon Series nimmt man hier eine 1,5 Liter Ultimate Series und ich bin mir sicher, man kommt bei einem größeren Luftvolumen, bei kleinerem Gewicht raus in ähnlicher Länge fürs Setup. So, hier jetzt nochmal der ultimative Vergleich Turnier-Setup, HPA-System. Wir haben einmal Carbon Series 300 Bar 1,1 Liter. Einmal Ultimate Series 300 Bar 1,5 Liter. Also wir reden über 0,4 Liter mehr Volumen. Und ich merke das hier jetzt schon, die Flasche ist trotzdem noch schwerer als die hier. Die Länge, wir sehen es jetzt hier, ist ungefähr eine halbe Gewindelänge Unterschied. Also wir reden über 1 bis 1,5 Zentimeter. Das liegt in der Schulter sogar relativ angenehm, würde ich sagen, für den Spieler, weil das Setup einen Ticken länger wird sogar. Viele wollen heutzutage ein langes Setup. Und ich vergleiche jetzt einmal nochmal kurz die Gewichte. Das heißt, wer normalerweise so eine Flasche spielt, 1107 Gramm, für ein 1,1 Liter Luftsystem. Und wer trotzdem noch nicht mal das Problem hat im Turnierbereich, Mensch, mir geht die Luft aus. Der kann also auch theoretisch wechseln auf ein 1,5 Liter System, das hier nur 964,5 Gramm wiegt. Das heißt, ihr spart euch nochmal knappe 80 Gramm und habt 0,4 Liter mehr Volumen bei einem eigentlich geileren Turniersetup in der Schulter. Das ist schon mal eine Sache, das haben wir vorher auch noch nicht so richtig beleuchtet, aber das sollte man nochmal überdenken beim Kauf von der nächsten Luftflasche für einen Turniermarkierer. Könnte eine echte Alternative sein. So, jetzt haben wir die Standardluftsysteme erstmal durch, die Standardgrößen. Jetzt kommen wir in den spezielleren Bereich Thema MacFat. Dazu kommen wir gleich nochmal wieder zu unserer Tactical Line. So, zu guter Letzt gehen wir jetzt nochmal auf die kompakten Luftsysteme der Marke PowerAir ein. Und zwar ist das was für den MacFat-Bereich, sprich 300 Bar Luftsysteme passend für Airstocks. Wir hatten ja vorher schon die ganz kleine Aluminiumflasche, 0,2 Liter. Hier haben wir jetzt einmal die brandneue PowerAir Tactical Line RS. Das RS hier steht für Real Steel, das heißt, das ist eine Edelstahlflasche aus Flugzeugstahl wirklich gemacht. 100% made in Germany im Übrigen. Also das ist ein richtig geiles neues Produkt, obwohl die Flasche so klein und kompakt ist. Also ihr seht hier eigentlich identisch mit der hier, sogar noch einen Ticken kürzer. Ich hole nochmal die kurze Flasche dazu. Wir schrauben hier nochmal kurz. Das brauchen wir jetzt nicht. Die sehen wir auch so. Also die ist sogar kürzer als eine 0,2 Liter Flasche, 200 Bar. Aber hier gehen 0,23 Liter Volumen rein. Also ihr habt hier 300 Bar mit 0,23 Liter Volumen. Das ist schon eine Hausnummer. Hier geht es dann in den Ultraleichtbereich. Ist auch eine Kompositflasche, also deutlich leichter als hier die Edelstahlflasche. Das ist die sogenannte PowerAir Tactical Line CC. Das CC steht für Close Combat, also sprich für ein kompaktes, kurzes Setup. Hier drin haben wir dann 0,21 Liter Volumen oder 13 CI, nennt sich das von der Größenangabe her. Gibt es auch noch in etwas länger, wenn man ein bisschen mehr Volumen haben möchte. Das ist dann eine 15 CI-Flasche mit 0,25 Liter. Also 0,21 Liter, 0,23 Liter, 0,25 Liter. So von der Größenordnung her. Die beiden gibt es als Komposit-Variante, die gibt es als Edelstahl-Variante. Auch hier könnt ihr wieder alle vier Regulatoren-Varianten in dem Moment verwenden. Also Maxrack, Maxrack HP, den Micro Maxrack oder auch
die neuere Variante. Die meisten MacFat-Spieler werden kurzes Setup verwenden wollen, deswegen ist der Micromax da relativ gefragt. Ansonsten Standard vom Setup her kommen diese Luftsysteme auch immer mit dem MaxTrack-Regulator ausgeliefert. Wir werden jetzt auch hier einmal ganz kurz wieder Regulatoren auf die Flaschen schrauben und dann werden wir das einmal nochmal in der Länge uns angucken und messen das Ganze auch nochmal vom Gewicht her einmal für euch durch. So, wir haben jetzt hier alle drei 300 Bar MacFat-HP-Systeme zusammengebaut liegen, jeweils mit dem MaxTrack-Regulator drauf. Ich habe mir vergleichsweise auch nochmal das 0,2 Liter Aluminiumsystem mit Regulator geschnappt. So, wir stellen jetzt einfach erstmal wirklich das RS-System drauf. Wie gesagt, Edelstahl, die Flasche ein bisschen schwerer, aber absolute Preiswert. Ihr kriegt das System hier 300 Bar inklusive Regulator und Flasche aktuell für 99,95. Also wirklich das günstigste 300 Bar MacFat-HP-System weltweit. Daher eine ganz klare Empfehlung. Aufgrund des Edelstahlmantels halt ein bisschen schwerer. Wir haben hier inklusive Regulator ein Gewicht von 603 Gramm aktuell. Also das ist schon ein bisschen schwerer. Verglichen auch mit der 0,2 Liter Flasche. Die hat hier 436 Gramm inklusive Regulator. Also schon nochmal 200 Gramm grob, 190 Gramm schwerer, muss man dazu sagen. Aber eben auch 300 Bar und 54,95, 99,95. Wir reden hier über 100, 120 Schuss. Hier reden wir eher aufgrund des größeren Volumens und der 100 Bar extra Druck, die man hat, so bei 220 bis 250 Schuss, die man da rausbekommt. Das ist schon gerade im MacFat-Bereich ein deutlicher Unterschied. So, wir kommen als nächstes zur Tactical Line 13 CI bzw. 0,21 Liter Flasche. Die wiegt inklusive Regulator 355 Gramm, also das sind hier drei Tafeln Schokolade, das ist wirklich nichts. Die sind wirklich ultra leicht. Und die größere Variante, 0,25 Liter Volumen oder 15 CI, 377,3 Gramm hier in dem Fall mit Regulator. Also auch sehr, sehr leichte Geschichte. Ihr habt hier also wirklich die Auswahl, 200 Bar, preiswert, günstig 55 Euro für euren MacFat-Markierer. Oder im nächsten Fall 99,95, bisschen schwerer, aber 300 Bar, also ein echtes 300 Bar System für unter 100 Euro. Im nächsten Step habt ihr dann die Ultraleicht-Varianten, die gehen dann eher schon so bei 170, 180 Euro los, einfach wegen einem Fiberglasmantel. Dafür sind die Dinger aber auch wirklich extrem leicht und ihr habt ein perfekt leichtes Setup. Als nächstes werden wir jetzt nochmal auf die Regulatoren eingehen, wie versprochen, damit ihr nochmal alle Regulatoren, die es von Power gibt, in der Übersicht habt. Dazu bauen wir nochmal kurz um und sind gleich wieder da. Damit kommen wir zum Finale. Wir wollten euch nochmal alle Power-Regulatoren im Einzelnen einmal zeigen und vorstellen. Ihr seht schon, die haben wir hier einmal vor uns aufgebaut, inklusive der Verpackung, wie die dann auch nach Hause geliefert werden. Ich sehe gerade, die können wir nochmal drehen hier, damit ihr dann auch seht, wie das Ganze aussieht. Power MaxRack-Regulator 200 Bar. Folgende Produktfeatures, über die jeder MaxRack-Regulator verfügt. Doppelte O-Ringe oben, das heißt also, wenn euch hier mal ein ASA-O-Ring kaputt geht, habt ihr immer noch einen zweiten, der das Ganze absichert. Wir haben Standard-HP-Manometer, wir haben sogenanntes All-Black-Design, das heißt auch der Füllnippel oder auch die Burst-Disc sind wirklich komplett in schwarz gehalten. Das soll das Ganze so ein bisschen optisch schöner machen. Wir haben einen Mikrofilter im Füllnippel, das ist so ein Edelstahlfilter aus zusammengeschweißten kleinen Perlen, damit da kein grober Dreck reinkommt und die Mechanik im Inneren kaputt machen könnte oder sowas. Der Regulator kommt serienmäßig mit einem Ausgangsdruck von etwa 850 PSI, lässt sich relativ einfach über das Entfernen von zwei Shims hier im Inneren auf einen Niederdruckregulator umbauen. Dann liegt ihr so bei 500 PSI, 550 in dem Dreh. Das erstmal die Standardvariante. Dann gibt es das Ganze als sogenannten SHP-Regulator. Ausgangsdruck sind so 1050, 1100 PSI. Das heißt, ihr habt einen höheren Arbeitsdruck. Hintergrund, wo man das braucht, ist, wenn man zum Beispiel einen Blowback-Markierer über ein Schlauchsystem betreiben möchte, damit da immer richtig Dampf hinterherkommt und so, braucht man einen SHP-Regulator. Oder auch, wenn man zum Beispiel ein Doppel-Remote-System spielt mit zwei Pistolen links und rechts, dass man da immer ausreichend Druck hat. Ansonsten dieselben Produktfeatures, aber als SHP gekennzeichnet. Das sieht man auch auf dem Regulator, dass hier oben so ein kleinen SHP dran steht für Super High Pressure. Nächster Regulator ist der Power Micromax. Das ist wirklich eine ganz kompakte Variante. Gibt den einen oder anderen kleinen Regulator schon am Markt, aber der hier ist wirklich sehr, sehr kompakt. Unterscheidet sich hier in der Größe des Manometers zum Beispiel. Auch Mikromanometer dran, auch die doppelten O-Ringe drin. Er lässt sich oben jetzt auch in der Position hier mehrfach verstellen. Hier ist ein Ring drauf, da könnt ihr insgesamt 16 Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Das heißt, ihr könnt aussuchen, wie das Ganze bei euch im ASA sitzt. Ist der Füllnippel oben, ist er zur Seite, ist das Manometer oben? Das könnt ihr hier frei einstellen in der ganzen Geschichte. Auch hier das All-Black-Finish, Füllnippel, Filter mit drin und so weiter. Also dieselben
Features, die hier auch schon vorhanden sind, nur in deutlich kompakterer Bauweise. Ausgangsdruck von diesem Regulator liegt so bei 800-850 PSI und ist damit auch perfekt für MagFeld-Setups geeignet. Das Ganze gibt es auch als 300-Bar-Variante, sprich ist auch ein MaxRack-Regulator, aber für 300-Bar-Flaschen hat dieselben Features ansonsten, außer dass er halt 300-Bar ausgelegt ist. Das unterscheidet sich am Ende einfach nur durch eine Burst-Disk im oberen Bereich. Die wird entweder mit 7,5K für 300-Bar oder mit 5K für 200-Bar abgesichert, damit es da nicht bei Überdruck zu Problemen kommen kann. Auch erhältlich 300-Bar SAP-Variante, sprich dann habt ihr aus dem 300-Bar-System einen Ausgangsdruck von etwa 1050-1100 PSI. Also auch das möglich. Micromax auch vorhanden in 300-Bar, also hier auch dieselben Features wie beim 200-Bar Micromax, nur als 300-Bar-Variante ausgelegt. Für kompakte 300-Bar-Setups, zum Beispiel auch für den MagFed-Bereich oder ähnliches. Und last but not least, ein sehr neues Produkt noch diesen Sommer auf dem Markt, ist der sogenannte Supermax-Regulator von PowerAir. Hier nochmal einer deutlich veränderten optischen Bauweise. Ihr könnt hier, während der Regulator unter Druck steht, indem ihr zum Beispiel einfach diese drei Schrauben hier unten löst, die Position des ASA-Gewinde am Markierer einstellen. Das heißt, wenn das eingeschraubt ist, der Regulator und der Markierer stehen unter Druck, ihr löst die Schrauben, dreht euch das so, wie ihr es haben wollt, dreht die drei Schrauben wieder fest und das Setup bleibt an Ort und Stelle. Ihr braucht das nicht extra entlüften, wie beim Micromax noch der Fall war. Ihr habt einen verbesserten Gasdurchfluss, auch erkennbar hier oben an einem deutlich größeren Loch. Also sprich, da kommt richtig Power durch die ganze Geschichte. Serienmäßig, obwohl es ein großer Regulator ist, schon mit Mikromanometer. Ansonsten auch das All-Black-Finish. Und im Inneren wurde ein bisschen was optimiert. Also sprich, der läuft ein bisschen konstanter. Da habt ihr einen Ausgangsdruck von 850-900 PSI in der Schwankung. Also auch noch relativ konstant, was das angeht. Und ihr könnt hier im Inneren zwei Shims auch wieder rausnehmen. Dann wird daraus ein Low-Pressure-Regulator mit etwa 450-500 PSI. Also auch dann für die Leute, die ihr Turnier-Setup noch ein bisschen anpassen wollen, auch nochmal deutliche Einstellungsmöglichkeiten. Was wir jetzt zuletzt machen werden, wir schnappen uns einfach mal die 300-Bar-Varianten, alle drei Regulatoren. Gewichtstechnisch unterscheiden sich die MaxRack-Regulatoren 200-Bar und 300-Bar nicht genauso wenig wie die Micromax-Regulatoren. Deswegen wiegen wir jetzt da nochmal alle Regulatoren einzeln einmal durch. Wir fangen an mit dem 300-Bar MaxRack-Regulator. Der kommt einzeln auf ein Gewicht von 129 Gramm, also auch noch relativ leicht und kompakt. Als nächstes der Micromax-Regulator. Der hat ein Gewicht von 95 Gramm. Also wirklich ein absolutes Leichtgewicht und damit auch der leichteste und kompakteste Regulator weltweit, muss man an der Stelle einmal sagen. Dann der neue Supermax-Regulator, wie gesagt, da ein bisschen mehr Technik drin. Hier oben übrigens hatte ich eben vergessen zu erwähnen, ein Edelstahlgewinde, also sprich alle anderen sind aus Aluminium, ist auch ein stabiles Material, aber das ASA-Gewinde am Markierer ist in der Regel auch Aluminium. Irgendwann verschleißt dann das eine oder andere. Hier oben Edelstahl, das heißt also wirklich, da kann es euch nicht mehr passieren, dass euch das Gewinde irgendwie runterschleift oder ähnliches, sondern wirklich dieses Ding, das kriegt ihr nicht kaputt. Hier gehen wir auch nochmal aufs Gewicht ein. Der hat 178 Gramm, ist in dem Fall der schwerste von den drei Regulatoren, ist auch ein bisschen breiter, wenn man das jetzt mal hier so vorne im Vergleich sieht. Ich stelle das nochmal gegenüber. Ihr seht, das Gehäuse ist hier ein bisschen größer. Das hat einfach mit den Einstellungsmöglichkeiten zu tun, mit dem Gasfluss, der da drin ist. Das Gehäuse ist alles ein bisschen größer und einfach mehr auf Haltbarkeit gefräst. Ist jetzt ein Unterschied von etwa 50 Gramm zum Micromax. Kommt auch, wie gesagt, durch den Edelstahlkopf. Edelstahl ist immer schwerer als Aluminium, dafür halt aber auch haltbarer. Also da habt ihr wirklich nochmal einen High-End-Regulator, der sich auch wirklich lohnt, wenn ihr nochmal wirklich ein Premium-Setup zusammenbauen möchtet. Das war heute erstmal unser Überblick zu den PowerAir-Produkten. Alle weiteren Details, wenn es um PI-Prüfung der Flaschen geht, wenn es um genaue Abmessungen geht, wie groß ist eine Flasche im Durchmesser, in der Länge und sowas, wie lang ist das Setup Flasche mit Regulator, findet ihr alles im Onlineshop bei uns. Schaut da bitte rein. Da ist zu jeder Flasche, jedes einzelne Gewicht, jede einzelne Maßangabe ist dort angegeben. Ansonsten schreibt uns gerne eine E-Mail, ruft den Kundenservice an. Wir sind da immer für euch da, wenn es um Fragen dazu geht. Schaut auch gerne mal in das andere restliche PowerAir-Sortiment. Wie gesagt, da gibt es noch jede Menge Zubehör von Füllstationen, Ersatzpakete, also Ersatzteilpakete, bis hin Remote-Systeme, HPA-Zubehör für den Airsoft-Bereich und vieles mehr. Lohnt sich wirklich. Also deswegen setzen wir auch voll auf die Marke PowerAir und werden das Sortiment da auch weiter ausbauen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.